Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play The Sims 4. Normalerweise starte ich das Spiel schon, momentan ist es angehalten vom letzten Spielstand aus, aber da sieht man schon, was passiert. Ich glaube, Akira möchte Miri umarmen. Ich habe so ein bisschen im Gefühl, ach, wäre das nicht cool? Oder hat er sie vielleicht gerade umarmt und wir haben es am Ende der letzten Folge gar nicht mehr mitbekommen? Naja, aber was so passiert, wenn die ersten Herzen da sind, ne? Ah, verdammte Hacke, ich glaube, er ist schon fertig, oder? Oh, schade. Okay, oder ich habe vielleicht auch einfach unglücklich gerade abge... Miri, schau bitte nicht dem... Oh, Martin, so hinterher, das finde ich überhaupt nicht schön. Okay, was will sie denn machen? Sie will ein gemütliches Lagerfeuer... Ah nein, sie ist glücklich wegen des gemütlichen Lagerfeuers. Glücklich wegen der leckeren Marshmallows. Glücklich, weil es vorhin ziemlich lecker gewesen ist und jetzt will sie einen Kaffee machen. Das ist auch okay. Sie will Leute kennenlernen. Hat sie denn eigentlich den Jay schon kennengelernt? Oh, verdammte Hacke. Akira und Jay, die brennen hier bald die Bude ab, wenn wir nicht aufpassen. Naja, die beiden können wir auch gar nicht steuern. Wir können höchstens gucken, was die so machen. So, wollen wir den nicht vielleicht mal irgendwie hier auf den Tisch stellen? Ach, verdammte Hacke, wir haben hier draußen keinen Tisch. Und ich will hier auch keinen Tisch hinstellen. Okay, dann würde ich sagen, wir stellen den mal auf den Tisch. Auf den Tisch, so. Na, ja, so, ist schon richtig. Genau, und dann kannst du dir einfach was davon nehmen. War eine Kaffeemaschine. Ach, wie gerne hätte ich eine Kaffeemaschine zu Hause. Der Kaffee ist jetzt nicht allergrößte Sahne. Ich glaube, das Ding muss mal wieder entkalkt werden. Aber, oh Gott, so richtig glücklich ist sie deswegen aber nicht, ne? Schaut lieber dem Martin beim Tanzen zu. Das ist irgendwie nicht rechtens, finde ich. Irgendwie nicht was mit Martin. Martin ist total verspielt und würde gerne Grimassen vor dem Spiegel ziehen. Ja, aber das kannst du doch machen. Guck mal, wir haben noch einen Spiegel hier im Badezimmer. Dann geh doch mal hin und schneid ein paar Grimassen. Wir wollen ja auch hier deine Gelüste befriedigen. Ach, wie schön ist das denn hier? Ich glaube, man kann noch viel mehr machen, als hier einfach im Urlaub bei diesem Haus zu sein, oder? Also, ich gehe mal davon aus. Oh Mann, Jay, guck mal hier, Kaffee gibt's da auch. Also, ich habe zu Hause keine Kaffeemaschine. So, sie könnte ihn mal versuchen kennenzulernen. Ja, Auswahl, freundlich. Wir suchen da mal nach, ist glaube ich besser. Vom Herzen kommendes ins Kompliment machen. Nee. Freundlich. Auf Wiedersehen. Ich glaube, wir kennen ihn aber auch schon zu gut, ha? Dann nicht. Dann vielleicht lieber mit Akira. Tanztechniken mit ihm in die Sterne gucken. Das ist doch gut. Dann machen wir das. Okay. Ich glaube, der Jay hat ein bisschen Angst vor einer Beziehung. Vielleicht war er deswegen auch teilweise erstmal so abweisend. Aber mit dem Martin versteht er sich doch wirklich ganz gut, ha? Und Akira will jetzt lieber mit Jay reden. Na gut, dann guckt halt Miri alleine in die... Sie ist inspiriert und würde gerne ein Herd kaufen. Sie hat doch ein Herd zu Hause. Kauf einen Herd im Baumodus. Du findest ihn in der Kategorie Küche. Ja, schon klar. Ganz klar. Und was macht er? Er will einen Holzscheit hinzufügen. Das heißt aber, Martin ist schon wieder auf dem Rückweg. Das ist doch gut. Müssen wir das eigentlich bezahlen? Wenn hier die ganze Zeit die Mucke läuft? Ich denke mal nicht. Ach, und hier liegt ja auch noch mehr. Die sind nur noch 3 Stunden lang gut. Oh, verdammte Hacke. Eigentlich sollte man sowas mitnehmen, aber sie sind ja länger als 3 Stunden noch hier. Der Urlaub geht ja noch einen ganzen Tag, also ich sag mal bis zum nächsten Tag. Und ob die dann und wann die dann von alleine verschwinden, das weiß ich gar nicht. So, die stellen wir auch mal dahin. Ab in die Mitte des Tisches, da kann man dann super essen von hier aus. So, und wo ist er jetzt hin? Er ist ins Bett gegangen? Was? Ach komm, so müde kannst du noch gar nicht sein. Hey, komm, der Jay ist auch noch nicht im Bett. Martin, tu nicht sowas. Komm mal bitte wieder zurück. Wir haben noch den Jay noch hier. Wir wollen jetzt nicht unbedingt versuchen, uns den Jay für die Nacht klarzumachen. Das ist, glaube ich, nix. Oh, das war, glaube ich, ein schöner, verkohlter Marshmallow, kann das sein. Aber wir können einen koketten Witz machen. Wir sind doch schon mal in der richtigen Grundstimmung dafür, ha? Huh? Hat er ein Schaumbad genommen? Jung Jay, hi. Kennst du eigentlich schon diesen und diesen?
Ey, war oh mein Gott. Alles klar. Komm, das geht noch, da geht noch mehr. Ich bin mir sicher, da geht noch mehr. Was können wir denn jetzt mal? Wir können ihn spitzbübisch bedrängen. Oh, das ist auch gut. Das will ich zumindest mal sehen, wie ein weiblicher Sim jemanden spitzbübisch bedrängt. Oh, verdammte Hacke. Oh nein, das ging nicht in Ordnung, oder was? Spitzbübisch bedrängen war nicht okay? Er plaudert erstmal mit ihm, ja. Ach komm schon, auf der Romantikebene, da geht jetzt noch was. Ich glaube, der Jay ist mega launisch. Aber wisst ihr was, der Martin ist auch ziemlich launisch, wenn ich ehrlich bin. Wir versuchen noch mal was. Wir können ihn mal jetzt ganz... Wir können mal Nummern austauschen. Ich glaube, die haben noch nicht Nummern ausgetauscht. Miri hat das bisher mit Akira gemacht. Ey, oh Jay, würdest du mir deine Nummer geben? Finde ich voll nice von dir. Oh mein Gott. Und Jay? Ja. Oh mein Gott. Das hat... Hä? Wie? Bei Martin hat das was auf der Liebesskala gebracht und bei Jay nicht? Verrückten Plan. Ach so, das... Ja, wir versuchen es ganz vorsichtig. Wir flirten ihn jetzt mal an. Und jetzt geht er aufs Ganze. Was ist das? Ach so, die Töpfe vom Herd hier. Und? Wow! Hä? Entschuldigung, was ist das? Oh, Jay will ins Bett gehen. Wir machen das nicht. Ich wüsste gerne, ob sich der Martin dazulegen könnte, ohne Probleme zu kriegen. Er ist sogar schon eingeschlafen, gibt's doch nicht. Ist Miri denn auch schon im Bett? Hä? Ach, der Jay wäre jetzt fast zu Martin ins Bett gegangen. Okay, er geht da schlafen, ist gut. Wo schläft denn Miri? Ist Miri schon im Bett? Gehen wir mal kurz runter. Wo ist Miri? Miri schläft hier in dem großen Bett. Okay, und Akira? Ist noch draußen, oder was? Er spielt ganz alleine. Bist du denn wirklich so müde? Nee, gar nicht, ne? Sollen wir nicht mit ihm vielleicht lieber die Nacht zum Tag machen? Mit dem Akira? Der trinkt lieber Kaffee, genau. Der hat nämlich den Kaffee noch irgendwie in der Tasche. Und deswegen ist er eigentlich noch total wach. Was will sie machen? Ein Techtelmechtel mit Akira. Oh nein, ich weiß nicht. Aber wir können es mit der Romantik auch versuchen. Wir können ihn versuchen zu knuddeln. Ich bin gespannt, was passiert. Und? Ja, bei ihm gab es aber ein Herzchen. Das ist ja merkwürdig. Warum kam denn vorhin immer... Bei Martin ein Herzchen und beim Jay nicht. Ist es so, dass Martin halt wirklich in Jay verliebt ist, aber Jay nicht so wirklich und das vielleicht einfach nicht reilt? Also es würde mich jedenfalls nicht wundern. Ah nein, komm, Techtelmechtel, das ist noch zu früh, sowas machen wir nicht. Wirft euch durch sie durch, na klar. Richtig, erstmal so an Miri vorbei, rechts und links und zack, schubdiwubdi. Tatsächlich ging das so. Kompliment machen, Rose anbieten, Hände küssen, flirten. Ja, flirten ist besser. Die anderen Sachen finde ich teilweise auch merkwürdig. Und? Hat geklappt. Aber tatsächlich, auch hier jetzt wieder, bei ihr ein Herzchen, bei ihm Freundschaft. Er fühlt sich unwohl, trotz der lockeren Unterhaltung, aber warum denn? Trinkt immer noch Kaffee. Kann es sein, dass die immer so reagieren, wenn sie Kaffee trinken? Das fände ich aber doof. Das ist Kaffeediskriminierung. Das finde ich nicht in Ordnung. Überhaupt nicht in Ordnung. So, wir können ihm sonst noch einen verrückten Plan vorschlagen, weil sie auch inspiriert ist und Dinge tun möchte, aufgrund ihrer Grundstimmung. Weil ist alles noch im grünen Bereich, ne? Was ist hier mit Martin? Martin ist eigentlich auch schon wieder wach, ne? Könnte jetzt eigentlich mal... Wie wär's, wenn jetzt Jay weckt? Können wir Jay wecken und ihm irgendwas vom Pferd erzählen? Wartet mal. So, mal gucken. Schläft er auf der gleichen Ebene wie Jay?
Was könnten wir denn machen? Nickerchen machen. Monster unter dem Bett einsprühen. Genau. Das ist mal eine ganz, ganz, ganz höfliche Art und Weise, Jay zu stören. Falls er wach wird. Komm schon, komm schon, komm schon. Strange. We're gonna tell. Nein, ey, hier können doch keine Monster unter Jays Bett sein. Also besser ist das. Jetzt ist er wach und will mit Hufeisen spielen. Und er ist selbstsicher und möchte sich selbst im Spiegel deswegen bewundern. Das hättest du doch hier oben machen können. Minchmeier. Okay, sehr schön. Na, dann geh halt mal mit raus und beobachte mal diese wunderbare Unterhaltung zwischen den beiden. Ah, für dich ist es hier nichts. Du kannst dich gerne mit unterhalten, aber ansonsten... Sie ist auch inspiriert und möchte was? Mit Martin flirten. Nein, vergiss es. Mach mal weg da. Ein Techtelmechtel mit Akira. Ist mir noch zu früh. Würde ich jetzt nicht so gerne wollen. Aber sie würde mit ihm schmusen. Guck mal, das ist doch was anderes. Oh, das war eine freundschaftliche Umarmung. Das ist ja schön. Okay, was macht Akira? Geht Akira jetzt ins Bett? Kann das sein? Hallo, da schläft Miri. Hallo? Das ist Miris Bett. Oh, Akira hat aber einen trendigen Schlafanzug, kann es sein. Ist denn der so müde? Da sitzen. Wir könnten ihn wecken, oder? Können wir ihn wecken? Aufwecken? Aus dem Tiefen des Mülls hat Miri Folgendes geborgen. Eine Postkarte aus Sunset Valley. Ach du Schande. Wir versuchen ihn nochmal zu wecken. Sie war eh gerade hier auf dem Weg ins Zimmer. Hey, Akira, willst du wirklich schon schlafen? Also ganz abgesehen davon, du hast es echt total geschafft, dich in mein Bett zu legen. Ich glaube, Akira ist total müde, kann das sein? Sie will sich eigentlich auch hinlegen. Sie will auch schlafen. Das macht sie einfach? Oder was? Nein, sie geht lieber in ein anderes Bett. Da sind die Sims dann doch vorsichtig, ne? Aber das andere Bett da oben ist von ihm. Kann sie hier schlafen? Ich glaube, die Betten sind genau gleich groß, ne? Wir schauen mal. Kann sie wirklich im Kinderbett schlafen? Oh, sie will einmal kalt duschen. Frage ist, ob wir das morgen früh auch noch können, weil sie ja müde ist. Aber eigentlich müsste sie auch zur Toilette. Naja, so richtig verstehen kann man das auch nicht. Spielt er jetzt hier noch alleine? Er spült Geschirr. Er will Geschirr spülen. Er ist, wo ist er? Martin, wo bist du? Martin? War der jetzt hier in dem Zimmer? Moment. Wo ist Martin? Tatsächlich, der ist hier oben. Und was macht er jetzt? Einmal hier raus. Da kann man sich bestimmt auch mega schön unterhalten. Geht runter und will nochmal weiter Hufeisen spielen. Ja, ich würde vorschlagen, du gehst lieber auch ins Bett, Martin. Komm, geh mal hier schlafen. Das war eigentlich dein Bett. Miri ist jetzt hier aus Verlegenheit in dieses Bett gegangen. Na, die Kinderbetten sind aber auch schön bezogen hier insofern. Weil jetzt der Akira in ihr eigenes Bett gegangen ist. Dieser Schuft, dieser, ja, hat sich hier gleich eins der schönsten Zimmer geschnappt. Das hat sie doch, die Miri, schon für sich beansprucht. Naja, gut. Können wir nicht ändern. Und ob jetzt die Miri sich zum Martin hätte legen können, das weiß ich nicht. Urlaubsende. Dieser Urlaub dauert nur noch 4 Stunden. Du solltest vielleicht packen und dich verabschieden. Ach, wirklich? Nicht mal ein gemeinsames Frühstück hier? Wann müssen die beiden denn zur Arbeit? Wir haben es gerade Mittwoch. Oh, verdammte Hacke, er ist im Urlaub. Der Urlaub galt jetzt hier noch für... Hä? Galt der jetzt hier noch für diesen Arbeitstag oder nicht? Was mit Miri? Ist im Urlaub. Wir haben nur einen Tag Urlaub genommen. Mit ein bisschen Glück haben wir den Mittwoch als Urlaub genommen, hä? Ich lasse das erstmal noch mal ein bisschen weiterlaufen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht werden wir auch irgendwann aus dem Haus rausgeschmissen. Das würde ich ja schon ganz gerne mal in Erfahrung bringen. Da ist der Erste wieder wach. Kann sein, dass er jetzt einfach abhaut, oder? Wo gehst du hin, Jay? Komm. Erzähl mal. Oh, verdammte Hacke, die sind nicht mehr gut. Was hiermit? Noch 9 Stunden? Okay. Die hier müssen wir gleich mal aufräumen, wenn Miri wieder aufgestanden ist. Ach, dem Jay können wir es ja leider nicht sagen. Ach, Mensch, Jay. Kann es sein, dass er das jetzt nicht isst?
Die Hamburger-Torte ist für Vegetarier geeignet. Okay, dann ist es tatsächlich, sieht nur aus wie ein Hamburger, ist aber Kuchen, ja? Ja, warum nicht? Akira ist auch schon wach. Und Akira läuft jetzt hier ganz leger in seinen Schlafklamotten rum. Ich habe nicht gesehen, was Jay für Schlafklamotten hat, aber die gefallen mir gut. Das ist ja cool. Trägt halt einen Bademantel drüber, ne? Hat seinen Bademantel mitgenommen. Ja, ist ja okay. Komm, ich pack das weg. Ab in den Müll damit. Zack. So, ihr beiden. Esst Kuchen. Ja, Miri, dann solltest du auch schnell aufstehen. Und Martin auch. So, kommt mal runter und esst mal hier was vom Kuchen. Oder habt ihr erstmal noch andere Probleme? Nee. Hier ein Stück nehmen. Und die Miri. Oh, die muss dringend zum Klo. Miri kann ja auch zum Klo, oder? Hier oben ist doch. Richtig, ganz schnell. Da ist noch eine kleine Toilette. Fluppdiwuppdi. Wie macht's denn der Martin? Der Martin hat sich normale Klamotten angezogen. Okay. Bei Miri ist jetzt auch langsam wieder alles in Ordnung. Sie müsste aber mal duschen. Nö, dann machst es halt hier. Einmal schnell duschen noch. Es sind genug Badezimmer hier. Es besteht keine Notwendigkeit, dass hier irgendjemand anderes plötzlich reinplatzen sollte. Der Urlaub endet bald. Upala, nee, hier wollte ich gar nicht hin. Geht nur noch 4 Stunden. Machen wir die mal alle weg. Okay. Und in Miris Inventar. Duscht gerade. Sehr schön. Mietzeit verlängern für Zuflucht am Seeufer. Wollen wir die noch einen Tag lang buchen? Ah, das ist teuer. Das ist richtig. Aber es läuft gerade so gut. Urlaub um einen Tag verlängern. Okay, wir verlängern um einen Tag. Sehr schön. Ich hoffe, die beiden bleiben da, weil ansonsten würde es nämlich gar keinen Sinn machen. So, Miri als nächstes hier, wie gesagt, ein Stück Kuchen nehmen. Die fühlen sich schon wie zu Hause. Wie nett. Wo ist denn Jay? Ist Jay draußen? Jay? Okay, Akira und ihr? Gehst du jetzt? Nee, spielt hier noch. Okay, alles gut. Wo ist Jay hin? Da ist Jay. Okay. Guten Morgen, Jay. Zup, der geht einfach weiter. Lässt Miri da jetzt alleine essen. Okay, Miri ist aber auch glücklich. Das ist doch wunderbar. Wir können da auch hier draußen essen, ha? Nickerchen machen? Nee. Aber ich glaube, sie nimmt es mit. Hier sitzen. Hm? Nimmst du dein Essen mit einfach? Ach, sehr gut. Sie hat sich auch heute umgezogen. Tja, die Frau von Welt, herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Du hast sie dir verdient. Oh, danke schön. Danke schön, Markus. Oh, oh, oh. Oh nein. Oh mein Gott. Da brennt noch mehr. Oh Gott. Alles klar. Okay, Martin, löschen. Und Martin. Oh mein Gott. Ah, wer löscht denn jetzt? Miri löscht. Ich hab doch Martin gesagt, dass er löschen soll. Aber hier, Handwerker Miri im Einsatz. Und hier auch. Dieser ist nicht verfügbar. Was? Löscht doch mal. Oh, der arme Jay. Und jetzt hat ihn die Miri gelöscht und nicht sein Held, der Martin. Oh, verdammt. Sie will jetzt ein Bad mit einem Badezusatz nehmen wegen des Feuers. Hört das auch von alleine wieder auf? Oder, ja, ich glaube, das... Tschüss, ich gehe mal baden. Oh! Oh nein, der arme Jay. Der stinkt jetzt auch noch. Da sind Aschehäufchen da und da. Kann das auch mal aufhören? Hallo? Die Interaktion ist nicht verfügbar, aber ich will das doch nur löschen. Feuer. Sehr angespannt wegen des Feuers. Oh, wir können das jetzt hier natürlich brutzeln lassen, ne? Was können wir denn tun? Ja, verdammte Hacke. Das wird abbrennen wahrscheinlich, bis es kaputt ist, oder wie? Ich kann damit nicht interagieren. Okay.
Sie will in der Sauna entspannen. Tut mir leid, Sauna haben wir hier nicht. Ah, das Lagerfeuer ist mittlerweile ausgegangen. Ich habe jetzt mal die Hoffnung, dass die Bank irgendwann auch aufhört zu brennen. Ach du Scheiße. Ja, wir ignorieren das dann also mal. Sehr schön. Wo ist Miri? Miri wollte doch ein Schaumbad nehmen. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Oh Gott, was ist das? Oh, das Feuer ist endlich weg. Na, glücklicherweise. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist das denn hier? Was war das für ein Gepiepe? Hallo? Es hat auf jeden Fall tatsächlich alles aufgehört. Oh nein, das müssen wir ersetzen. Genau, ersetz mal. Ersetzen. Und gut. Hier hat es einfach nur gebrannt. Ach, Mann, verdammte Hacke. Ach, da musste ich wieder ran. Gut, dass ich schon mal einen Blog verfasst habe über die besten Feuerlöscher, die aktuell auf dem Markt sind. Ja, ja. Ich glaube, dieser Tag ist wieder mal ein... Oh, wunderbar. Der räumt den Müll weg. Ach, wie schön. Akira, super. Dankeschön. Was will sie jetzt machen? Einen Holzscheit hinzufügen. Okay, Miri weiß, wie man ein Feuer macht. Wer war das gerade, der da so leichtsinnig das Feuer angezündet hat und einfach nicht wusste, wie er es machen soll? Oh, Mann. Gut, ich würde sagen, wir wollen, Was anstiften? Da stand gerade irgendwas zum Flitzen anstiften? Moment. Ach, gestehen, sich angezogen zu fühlen. Das können wir mal machen, nur vielleicht nicht am Mülleimer. Das wäre ganz gut. Kann er mal rüberkommen? Was ist mit dem? Der fühlt sich unwohl. Ist er krank? Oh nein. Aber bitte mach das nicht hier an Mülleimer. Oh Gott, Miri. Ja, Miri, so ist das. Und jetzt hängt das Spiel, oder wie? Oder was? Ei, 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 ei. Okay, wunderbarer Ausblick auf die beiden hier.